Willkommen zurück zu Reforged Eden 1.7. Wir sind auf dem Thread-Planeten. Da sind wir in der letzten Folge ja ein gutes 7 Kilometer marschiert. Wir sind jetzt hier am, an unserer ersten Poi angelangt. Ich bin hier ein bisschen rumgelaufen. Ihr wisst, wir haben diese Skelette gefunden mit dem Pentaxid, die Antenne, die hier in der Mitte steht. Ich bin da jetzt einmal im Kreis drumherum und entscheide mich jetzt, in welche Richtung ich laufen werde. Bin wieder zurückgelatscht. An unserer Heat-Signatur vorbei. Hier ist wieder Eis, obwohl ich habe hier keine Tragkapazität. Ich will hier mal auf den Hügel laufen. Vielleicht sehen wir da irgendwas. Sollten ja irgendwann mal auch auf eine Ruine treffen. Also mit meinem Glück bringe ich das fertig, dass wir einmal um den Planeten gelatscht sind. Stein. Und ich immer noch. Oh. Okay, das unten hat ein Ende. Haben unsere Silvesterrakete, die habe ich ja schon einmal zerlegt gehabt in 1.5. Da haben wir auf jeden Fall genügend Ressourcen, um dem Planeten hier zu entkommen, wenn wir wollen. Ich möchte natürlich gerne irgendwie ein flugfähiges Gerät bauen und hier mal auf dem Planeten rumsuchen, gucken, was es hier so gibt. Aber das sieht sehr, sehr gut aus. Das sind Ressourcen, damit können wir uns vielleicht sogar schon ein SV bauen. Können wir uns doch hier gleich mal in der ersten umschauen. Das Ding dürfte einen Kern haben. Da im Inventar habe ich die Sachen. So, einmal. Zweimal. Du baust mir bitte Sprit. Ne, wir können keinen Sprit mehr bauen. Na also, da springt er an. Huch. Hehe. Lass ich vorbeigehüpft. Funktioniert nicht. Okay, verstanden. Und da ist auch schon der Kern. Werden wir unsere erste Aufgabe erfüllen. Destroy Core. Boah, das Ding hat aber auch Hitpoints, ne? So, jetzt aber. Antenne einschalten. Ein Kapazitor. So. Drei weitere Kerne sollen wir zerstören. Sag mal, bin ich jetzt blöd? Salvage Mode, ja.
Da gibt's Stahlplatten für. Kapazitor. Steelblock. Irgendwo müsste es so mit Sicherheit auch wieder versteckelt eine Lootkiste geben. Also ein Multiwerkzeug wäre sicherlich nicht schlecht, allerdings fällt mir jetzt auch gerade spontan dazu ein. Hätten wir kein Pentaxit, um das zu betreiben. So. Sehr günstig. Carbon-Substrat 5. Lächerlich. Ich spendiere dir noch so ein Ding. So, da haben wir eine Hütte. Wir sollen noch 3 weitere Kerne zerstören. Harten Steelblock, das ist auch nicht schlecht, da kriegt man Titan raus. Erstmal nix. Ich glaube, man musste sich hier einen Boden bohren. Ach, da ist eine Kiste, dann dürfte der Kern auch nicht weit sein. Ach, da, guck doch mal, haben wir schon. Warum ist natürlich der Lagerraum hier im Keller versunken ist im Sand, das wissen wir nicht, aber. Das heißt drum. Können wir nämlich den ganzen Kram gleich auch noch aufloten in den Kisten. Output-Kapazitor. Ja. Ah, okay, da kommt wieder Wand.
So, die geben nur Blech, das können wir lassen. Boah, 1000 Hitpoints. Aber da kommt, glaube ich, nur Glas und Stahl raus. Ja, sogar Titanium. Gut, brauche ich jetzt aktuell gar nicht. Müssen wir mal den Kern suchen? Autsch. Lass ich mir Kopf an die Decke gerannt. Haha. Ich dachte, hier wäre ein. Ach, das ist ein hochkant stehendes Schiff. Das ist mit der Nase voraus hier in den Sand gedollert. Müssen wir wahrscheinlich wieder bohren, ne? Ja, weil hier oben auch kein Kern ist. Das Ding hat gar keinen Kern. Naja. Ah, hier gibt es nichts Interessantes, was ich gerne noch hätte. Warten.
Oh. So. Wir nähern uns. Kann es in der Mitte? Das geht auch nicht viel besser wie mit dieser Pistole. Eine Null. Das macht mal Null Schaden. Na, jetzt schreibt's. 124 Brennstoffzellen, das ist okay. Na, das sind wieder Gitter außenrum. Eigentlich solltest du jetzt wieder an dich zusammenstürzen, ne? Aber das weißt du wieder nicht. Na gut, dann helfen wir dir halt nach. Die fliegenden Würfel von, ich weiß nicht, wie der Ort heißt, vom toten Planeten.
Naja, gut. Die wundersame Physik von Imperium. Große Rakete will ich jetzt vorerst mal nicht angehen, das ist mir zu viel Action und Gehüpfe da. Jetzt gucken wir mal, ob wir mit den kleinen Posts zu Rande kommen. Aber die ist natürlich auch reif. Sauerstoff, yay! Ist gekauft. Müssen wir nur den Kern finden. Ihr kann durchlugen. Kann ja nicht weit sein, der kann. Das ist ein Blech dick, da kann er nicht drin sein. Und unten geguckt habe ich, kann er nicht sein. Ist er hier drin vielleicht? Da ist er. So, wir haben unsere Quest erledigt. Destroy 5 Mal Kurs, sage mal. Gut, wir lernen Kurs zu destroyen. Ressourcenmut. Da muss also das Ding immer noch einen Kern haben. Und das ist jetzt doof. Irgendwo sind wir hier losgehüpft.
Osten ist unser Zeug. Wobei das Aktionismus ist, bis ich da jetzt hochgehüpft habe, ist das ewig, das Häufchen Elend hier. Das sind noch ganz viele andere Boys. Keine Star. Ich suche natürlich jetzt primär erstmal eine Loot-Schachtel, wo ich mein Grab verstauen kann. Sieht aber eher schlecht aus. Schau mal Lana an. Heilis. Oxygen Station. Sieht fast wie eine Wohnung aus. Das ist auch eine Wohnung. Die Frage, wo ist der Kern? Solarpanels. Direkt wohnen. Reparieren, da ist der Kern. Ich werde von unserem portablen Konstruktor. Der ist da oben, ja. Lass uns das doch gerade mal holen, dann bauen wir uns da unten einen Kern. Dass er die Basis repariert bekommen. Fenster. Komisch, es gibt eine Stahlplatten aus Fenstern. Na gut. Du kannst noch keinen Kern bauen, ne? Schade. Du kannst ja auch noch einen zweiten Konstruktor bauen.
Da ist sogar ein Large-Konstruktor drin. Jai. Sehr schön. So. Einer reicht. Danke. So, dann können wir da drüben mal den Kern zerlegen. Denn da unten sind ja noch Vorratsbehälter. Ja, Vorratsbehälter für Sprit. Funktioniert nicht. Da kann man reinhüpfen. Haha, Elevage. Ah, der Konstruktor ist fertig. Stellen wir den mal auf, da können wir die Ressourcen reinpacken, das ist im Inventar frei. So. Weg damit. 77 Sprit, ich brauche nach wie vor einen Kern. Jetzt hat er. Halleluja, das Ding ist voll gefüllt. Ja, die Sitze, die brauchst du bestimmt nicht mehr. Auch noch Glasfaser. Ne, war doch den Rollladen auseinander. Was soll der Geiz? Huch. Ja. Kann man leider nicht aufnehmen. Schade. Ist unglücklich gefallen. Brauchst du auch nicht mehr. Du wirst nicht mehr fliegen. Schauen wir mal. Das Ding hat sogar einen Auspuff. Na also. Die zwei optischen Strippen, die kann er aus dem Silikon herstellen. Ich bin begeistert. Fängt an zu laufen, in Form an so langsam.
So, der war hier, glaube ich, irgendwo. Perfekt, meine Basis. Oxygen ist ein bisschen drin. Manage. Ja, doch, ich habe die. Manage. Fling. Container. Hier ist Loot drin. 8000er Kako-Container. Small Ammo Box, Freezer, Kako-Container. 250er. Nehmen wir den 8000er. Gibt nur einen Kako-Container 2, jawohl. Aufräumen. Freezer ist ein Schluck Milch drin. Glücklicherweise hat er jetzt auch Strom. Gut, sehr schön. Okay, da haben wir die Anzugstation. Hier fehlen die Pflanzstationen, die Pflanzenkübel, die finden sich. Das muss man dann natürlich hier ein bisschen noch ausbauen. Source Mode, Salvage Mode. Das Ding kann nur salvagen, gell? Das kann noch nichts aufluten. Es wird wieder hell. Ah, da waren wir noch gar nicht. Das sind andere Kübel. Na gut. Ich frage aller Fragen. Was hat das denn so eigentlich alles an Equip? Solar Panels, ein Kapazitor hat er auch. Wenn ich meinen Generator ausschalte, der ist ausgeschaltet, dann läuft der jetzt einfach nur auf Solarstrom. Das finde ich prima. Weitermachen. Eigentlich könnte man erstmal gucken, was da in den Kisten drin ist. Plastikrohre.
So. Dann warten wir mal, bis diese zwei Köpfchen da despawnt sind, sonst haben wir die wieder aneinander hängen, wenn wir da oben weiter looten. Ah, da gab's, aha. So, dich brauchen wir nicht. So, irgendwann mal mit Sicherheit. Wir brauchen noch. Ah, das kommt beieinander. Sind despawned, okay. Glasscheiben. Glasscheiben, ich habe leider nicht genug Ressourcen. Ich würde die eigentlich gerne so looten, aber egal. Oh, Sauerstoff ist schon wieder leer. Er geht bald richtig leer. Stahl und Titanium. Kriegen wir gleich ein richtiges Problem, wenn der Sauerstoff weiter leer geht. Ja, 158 Treibstoff ist okay. So, na, wie dem auch sei. Ich werde mal gucken, da hinten müsste eine Sauerstoffstation sein, dass wir unseren Helm auftanken. Und hier an der Basis weiter basteln. Ich würde da einfach jetzt mal, denke ich, einen Cut machen. Ich habe 51 Minuten bloß das ganze Rumgehoppel vorher. Das sollten wir eigentlich auf eine Dreiviertelstunde Video kommen. Mal gucken, muss ich noch ein bisschen zusammenschneiden. Ich freue mich, dass ihr reingeschaut habt. Schön, dass ihr mir weiterhin die Treue gehalten habt. Sie hoffentlich auch in Zukunft haltet. Wie gesagt, sorry für meine Auszeit, die ich da leider brauchte. Real Life Technik ging nicht anders da. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr reingeschaut habt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Denkt an ein Abo, falls noch nicht geschehen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, euer Zieler. Ciao, ciao.